Wüste Kaffeeschlägerei in Venedig. Touristen und Kellner gehen aufeinander los. Fäuste und Stühle fliegen, Ohrfeigen klatschen. Der kurze Clip aus der Lagunenstadt geht gerade durch die italienischen Medien. 4 männliche Touristen und 7 Kellner geraten in einem historischen Café auf dem Markusplatz aneinander, schubsen und schlagen sich. Warum es zur Eskalation kommt, ist nicht bekannt. Womöglich wurde wegen der horrenden Preise gestritten. Am Markusplatz in Venedig kostet ein Kaffee locker 10 Euro.